was wir jetzt im März, April auch noch machen möchten, ist Steckzwiebeln setzen und Knoblauch setzen. Dazu habe ich hier im Möhrenbeet, weil Möhren und Zwiebelgewächse, die vertragen sich sehr gut, also sogenannte gute Nachbarn. Hier im Möhrenbeet nutze ich immer die äußersten Reihen, um Zwiebeln zu stecken oder vorangezogene Zwiebeln dort dann einzupflanzen. Wir wollen jetzt hier auf der Seite mal Steckzwiebeln einbringen und auf der anderen Seite können wir dann selbst gesäte Zwiebeln, die wir im Anzuchtbeet jetzt noch aussäen werden, die werden wir später hier dann auf der anderen Seite nochmal einsetzen. Und hier vorne wollen wir Knoblauch einsetzen. Und bei den Steckzwiebeln, da ist es wichtig, dass ihr die tief genug setzt, aber gleichzeitig nicht zu tief. Ich habe jetzt hier, das sieht man, ich mache das mal nochmal ein bisschen glatt, ich habe das hier mit einer Grabegabel hier gelockert, damit die gut einwurzeln können. Und ihr steckt die Zwiebeln zu 2/3 in die Erde. Das heißt also, die Spitze der Zwiebel, die guckt noch raus und der Pflanzabstand ist 5 cm. Je natürlich nach Zwiebelgröße. Wenn ihr große Gemüsezwiebeln pflanzt, braucht ihr natürlich mehr Abstand. Und so steckt ihr die dort eben in die Erde, dass die Spitze nur noch rausguckt. Gießt die an und viel mehr muss man bei den Zwiebeln gar nicht machen, weil Zwiebeln eigentlich sehr genügsam sind. Das ist ein Boden sogenannter zweiter Tracht, das heißt, er ist schon ein bisschen mit Kompost aufgedüngt. Und eigentlich ist das jetzt genug Nahrung für die Zwiebeln, bis sie wirklich dann im Spätsommer zur Reife kommen. Und beim Knoblauch, da ist es ein bisschen anders, weil den Knoblauch, den müsst ihr komplett in die Erde setzen. Und deshalb werde ich hier nochmal den Boden ein bisschen lockern, da wo ich den reinsetzen möchte. So, beim Knoblauch, da teilt ihr den Knoblauch in seine Zehen und setzt dann jeweils eine Knoblauchzehe unter die Erde. Das heißt, der Knoblauch muss mit Erde bedeckt sein. Und zwar mit der Spitze nach oben. Man kann das einfacher mit dem austreiben. Den Rest mache ich gleich noch. Und dann gießt ihr das Ganze natürlich auch an. Sowohl den Knoblauch als auch die Zwiebelchen. Und wenn ihr so kleine Steckzwiebeln habt, manchmal ist es sogar sinnvoller, erst anzugießen und dann die Zwiebeln zu stecken, weil sie dann auch nicht mehr rausgeschwemmt werden. Das könnt ihr so oder so machen. Das macht eigentlich beim Ergebnis dann keinen Unterschied.